Ja, guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Wir haben mal wieder den Anhänger dran. Hier ist unser Nero und der darf heute mal die Tour de Morgue mitfahren. Wie weit wir kommen, haben wir keine Ahnung, ist aber auch nicht so wichtig. Wir wollen einfach nur eine schöne Radtour machen. Heute ist super Wetter, ich habe Kurzarbeit, Celine hat Schulferien und der Nero, na, der guckt hier durch die Gegend und dann würde ich sagen, wir fahren mal los. Okay? Und Neros Anhänger ist halt beim Papa am Fahrrad, weil bei mir ist Nero immer viel zu schnell unterwegs. Und du meinst, bei mir hat er die richtige Geschwindigkeit. Ja. Alles klar. Ich habe jetzt erstmal hier hochgeschoben, war mir doch zu anstrengend und der Nero kriegt jetzt mal einen Knochen zum Kauen und dann ist er beschäftigt, solange wir durch den Wald fahren. Ja. Weil im Wald, da sieht er so viele Dinge, die ihm Spaß machen. Wir fahren jetzt durch den Wald bis zur B294 und dann geht es durch den Wald runter nach Kloster Reichenbach. Wir haben jetzt gerade festgestellt, sobald die Celine überholen tut, dann wird Nero ganz nervös, das kann er gar nicht brauchen, dann bellt er. Also, Celine, was heißt das für dich? Eben mal überholen. Hinterherfahren. Wir fahren jetzt runter nach Kloster Reichenbach, fahren natürlich ziemlich langsam, dass da hinten drin nicht so arg hoppelt, denn der soll ja nicht hier durch die Gegend fliegen und wir haben ja Zeit. Wie gesagt, wir fahren eh bloß so weit, wie wir Lust haben und dann machen wir Ende und da geht es jetzt rechts ab, direkt nach Kloster Reichenbach. Gehen wir noch an der Klosterquelle vorbei und da kann der Nero noch gutes Wasser trinken. Es ist bereits 11 Uhr und wir sind jetzt hier an der Klosterquelle Kloster Reichenbach. Und auch wenn es viele nicht glauben, er kriegt was zu trinken, er hat nur wie immer keinen Durst. Na, gehen wir halt mal ein bisschen mit Nero spazieren, ja?
Jetzt darf der Nero noch ein bisschen laufen, damit er schön müde wird. Dann legen wir ihn unten wieder in den Wagen rein oder setzen ihn rein, was ihm lieber ist. Ein Kauknochen hat er ja dabei. Und dann werden wir mal auf die Tour de Morg. Und vielleicht kriegen wir dann auch mal ein paar Kilometer zusammen. Ja, und da hinten, da ist das Murgtal, da werden wir jetzt noch gleich weiterfahren. Jetzt fahren wir schön auf glattem Asphalt. Das gefällt dem Nero, hat sich jetzt hingelegt, ruht sich aus, kaut vielleicht ein bisschen auf seinem Knochen rum. Und ich vermute mal, bei meinem gemütlichen Fahren, bei meiner gemütlichen Fahrweise, wird er bald einschlafen. Wir haben jetzt beschlossen, wir machen unser Essen an der ehemaligen Grenze zwischen Baden und Württemberg. Aber wie immer hat der Papa was vergessen, nämlich das Bier und eine Fanta. Aber die kaufen wir da vorne im Laden noch. Jetzt kommt gleich wieder eine Steigung und ja, bei jeder Steigung darf er eigentlich aussteigen oder muss er aussteigen, denn da darf er dann selber hochlaufen. Das beschleunigt unsere Tour natürlich nicht unbedingt, aber wie gesagt, es ist egal. Wir haben Zeit so viel wir wollen, wenn wir keine Lust mehr haben oder keine Zeit mehr haben. Hör mal auf. Ganz einfach, gell? Super einfach. Ja, Celine meint, sie muss da hochfahren. Ich schieb dann mal lieber. Die hat ja auch jemand, der sie hochzieht. Wir kommen jetzt hier gleich nach Hutzenbach. Und da wollten wir eigentlich was zu trinken holen. Jetzt ist aber genau 12 Uhr, wenn der Laden Mittag macht, dann haben wir Pech gehabt. Dann gibt es halt nur Wasser zu trinken. Das ist jetzt halt so Hutzenbach. Ja, der Laden hat nicht nur Mittagspause, der hat aufgrund der aktuellen Situation
seit dem 31. März ganz geschlossen. Dann gibt es halt kein Bier zum Essen und kein Cola. Und hier fahren wir über die Murg. Dann fahren wir halt ohne Bier weiter. Geht auch. Super Wetter haben wir. Was brauchen wir da? Bier, ha? Also wir haben jetzt beschlossen, wir essen da, wo wir es vorhatten. Und in Vorbach beim Netto holen wir dann trotzdem noch was zu trinken. Und dann machen wir danach halt noch irgendwo Trinkpause. Eine Trinkpause, das hört sich doch gut an. Der Hund hat sich jetzt schon mit seinem Knochen und den Tisch in den Schatten gelegt und wir machen jetzt auch unser Essen. Okay. Heute gibt es der Selin ihr Lieblingsessen. Tortellini mit Tomatensauce, mit Speck, Knoblauch, Zwiebel und Basilikum und Oregano haben wir auch dabei. Und sogar Salz und Pfeffer haben wir nicht vergessen. Und was gibt's für deine Roselin? Knochen. Knochen. Aber Futter ist auch dabei. Ist nur die Frage, ob er es halt kriegt, gell? Nee. Nee, vielleicht später erst. Ganz einfach alles angebraten hier schön, dann die Tomatensauce rein und Gewürze und danach tun wir die Tortellini kochen und dann wie immer alles genießen. Hier habe ich Oregano und Basilikum gleich gemischt und das kommt jetzt da rein. Dann ein bisschen Salz und Pfeffer und gut ist. Und da haben wir schon wieder jemand bei einem Naschen erwischt hier. Geht es uns wie in der Schweiz, dass die Soße leer ist, bis die Tortellini fertig sind. Ist gut? Gerade so, ja. Aber nur weil du Knoblauch und Speck geschnitten hast, gell? Ja. Nero frisst schon. Wir müssen noch 10 Minuten warten, bis die Tortellini gekocht sind. Hallo. 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 Der hat
Fahrrad jetzt über. Ja, klasse. Genau das mit dem Blau. Mhm, cool. Ah. Ist ähnlich wie Google Sense, oder? Ja. Gerade ist hier einer vorbeigefahren, der hat uns erkannt von YouTube aus und der hat genau das gleiche Fahrrad wie ich, nur bei ihm war irgendwie ein Motor und ein Akku dran. Ich glaube, das wurde bei mir vergessen. Ja, irgendwie ist deins ein bisschen schlanker, dein Fahrrad. Ja. Ja, und das war jetzt heute schon der zweite, der uns erkannt hat, gell? Ja. Ja, so ist es halt. Ja, gleich können wir zuschlagen. Die Tortellini müssten jetzt auch fertig sein. Hundefutter und Tortellini. Das passt doch, hä? Reicht das? Miro, komm mal daher. Ja. Tät ich sagen. Guten Appetit. Und der Käse haben wir auch vergessen, aber Celine isst eh kein. Jetzt sag du nicht, du isst eh kein Käse. Den zum drüberbacken. Ach so, ja, zum Überbacken, aber wir haben ja keinen Backofen hier. Lange in die Sonne stellen. Hm? Aber ansonsten ist gut, ja? Was macht Nero? Also ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Essen. Bisschen heiß, aber sonst super. Wir fahren jetzt nach dem Essen noch bis Vorbach zum Netto. Da holen wir uns was zu trinken und warten, bis Mama uns abholt. Ja, bis Vorbach langt heute. Ja. Für den Nero. Ja, wir täten, für uns nicht. Wir täten natürlich bis Rastatt und wieder zurück, gell? Ja. Gegessen, gespült. Jetzt packen wir noch zusammen alles. Und dann geht's weiter, wie gesagt, noch nach Vorbach. Selene ist jetzt gerade noch mit Nero ein bisschen Gassi gehen. Ja, und das werden wir heute in Anspruch nehmen. Wenn es nicht mehr geht, komme ich dich abholen. Alles klar, super. Ja, verlassen wir das idyllische Plätzchen hier wieder und fahren weiter die Murg bergab. Und mein Ranzen spannt. Selene, habe ich irgendwie mehr gegessen wie du? Ja. Und auch wenn ich schon x-mal hier runter bin, kann es immer nur sagen, immer wieder schön. Hier mal einen Blick runter zur Murg im Stehen, weil beim Fahren sieht man ja nicht so arg viel. Das ist jetzt also die Murg, hat gerade nicht so arg viel Wasser. Gleich sind wir in Vorbach und ich freue mich natürlich schon auf das Bierchen, was mir da versprochen wurde. Ich hoffe, wir sind vor der Sabine da. Sonst kann es sein, das Bier fällt auch noch ins Wasser. He? Wird schon klappen.
Hier wird schwer gearbeitet. Hoffen wir mal, dass wir vorbeikommen da. Hier blüht wieder alles genial in Vorbach. Richtig schöner Frühling hier. Hat aber auch genug mit seiner Kamera rumgespielt, jetzt geht's zu Netto. Na gut, aber nur wenn ich ein Bier krieg. Nein, Wasser. Ja Freunde, ich habe mir dieses Turmbläser hier Bier wahrscheinlich nicht verdient, aber ein Bier muss man sich auch nicht verdienen, ein Bier muss man genießen. Gar nicht so einfach mit der linken Hand, aber auf ist. Und dann hätte ich erstmal sagen, Prost, Prost mit deinem Eis. Hast du übrigens auch nicht verdient. Naja, so kann man es auch nicht sagen, wir haben so um die 30 Kilometer, so genau weiß ich es nicht. Ist auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, es hat uns Spaß gemacht. Jetzt trinke ich erstmal. Bevor es warm wird. Ja, es hat uns Spaß gemacht und wir möchten uns jetzt hier von euch verabschieden. Die Sabine müsste bald ums Eck rumkommen. Dann laden wir alles ein und auf und dann geht es wieder hoch nach Fruttenhof. Ja, Nero kaut immer noch auf seinem Knochen rum. Da ist er wahrscheinlich noch beschäftigt, bis wir daheim sind und noch die ganze Nacht, wenn es so weitergeht. Und was sagen wir jetzt, wie immer? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Kannst schon, langsam kannst es. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.